Jo, hallo liebe Freunde, im nächsten Part Let's Play Star Wars Battlefront, diesmal wieder mal mit dem Hyper. Guten Morgen. Ist ja früh am Morgen hier. Ja, sicher. Mit 17 Uhr am Nachmittag. Ist heute schon wieder dunkel, ey. Ha, ich hab Darth Vader. Muss ich den Opa nehmen hier. Wir spielen jetzt wieder Koop. Es wird uns keine Mühe kosten, diesen Abschau zu beseitigen. Der Dunkel sollte nicht gewachsen. Hast du schon Helden gegen Schurken gespielt? Nee, hab ich dann. Ah, doch, hab ich einmal. Das ist richtig schwierig. Ja. Da hab ich total abgekackt. Ich war auch zweimal so ein Held sofort irgendwie, aber das hat auch nicht so viel geholfen, also. Ach, wir haben Unterstützung, okay. Und die nächste Welle. Ich glaube, wir spielen es auf normal. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ja, das ist jetzt so, so schwer hier. Ich komme hier nicht hoch. Ich auch nicht. Aber schön, dass sie gleich einstellen? Von vorne kommt. Was? Kann man die Schwierigkeit hier überhaupt einstellen? Oder ich weiß nicht, ich konnte jetzt da nichts umstellen, kommt mir vor. Ich glaube, das kannst du da gar nicht. Ist ja nur einer. Ja. Es gibt keine Verteidigung gegen die dunkle Seite. Oh, ich liebe Darth Vader. Er ist der Beste. Vernicht mir den jämmerlichen Rest dieser Narren. Ja, mein Gebieter. Feuert weiter, lasst ihre Verstärkung nicht um. Was kommt jetzt? Ah, jetzt kommt Leia, oder was? Ja, stimmt. Das ist zu einfach. Ach, wir haben auch noch hier... Der ist gerade geflogen hier. Mit dem besten Soundtrack der Welt. Aber es war nicht leer. Gute Arbeit geleistet, Lord Vader. Ja, haben sie auf jeden Fall. Danke sehr, danke, danke, danke. Bitte ins Arbeitszeugnis vermerken. Ah, okay, ja, ging um einiges schneller als du damals. Du hast 4 Minuten gebraucht und jetzt 2,5 mit mir. Jawohl, jetzt haben wir auch noch alle Aufträge erledigt hier. Jawollo. Wo habe ich 4 Minuten gebraucht? So, dann verlassen wir das und spielen da im gleichen Part gleich, sonst dauert das ja zu kurz hier, das Video. Aha, Verbindung wurde verloren, okay. Was? Achso, darf ich da nicht rausgehen dann? Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Missionen, Training. Jetzt machen wir mal die fliegen wir mal. Ja. Dann nehmen wir mal den Controller in die Hand. Genau. Also Fliegen ist eigentlich auch schon ganz geil. Ja, es ist halt schwierig. Ich habe schon so eine Raumschlacht online gemacht. Habe ich schon mehrere gemacht. Also da ist es am meisten schwierig, weil da gibt es ja auch normale KIs gibt es ja auch. Genau. Und dann halt die anderen, aber die sind meistens halt schon wieder uns Pros. Aufklärungsmission in Sektor 10. Bis jetzt ist alles ruhig. Wir checken noch die Schluchten und kommen dann zurück. Oh, ist das schön. Die Grafik ist einfach überragend. Ja.
Staffel rot. Unsere Scanner zeigen nicht identifizierte Einheiten über euch an. Seid vorsichtig. Folge mir in die Schlucht. Drossle das Tempo und flieg niedrig, um die imperialen Scanner zu unterfliegen. Okay. Wow. Ach, hast du die noch nicht gemacht? Nee, habe ich noch nicht gemacht. Wir fliegen gleich hier gegeneinander irgendwo rein. Ach, das Fliegen kann ich, aber dann das Abschießen. Kontakt bestätigt. Gehen auf Abfahrkurs. Ah, da kommen schon die ersten TIE Fighter. Yeah. Ach so, ich darf nicht auf die X-Wing schießen. Das wäre schlecht. Feind am Boden! Okay, den übernimmst du. Wir schicken Verstärkung zu ihrer Position. Einer? Was? Wie kann ich den wenn anvisieren? Mit L1? L2. L2? Ah ja. Und die Rakete schieße ich wie? Mit RB. Mit R1. Der steht da rechts, der steht da, glaube ich. Wird doch angezeigt, oder? Ja, ich kenne mich aber mit den Xbox-Befehlen nicht aus. Achso. Aber du hast recht, ja. Hast schon. Fliegen wir den gleich hinterher hier. Zwei sind. Ach nee, nur einer. Ja. Meiner. Mann, gerade die Rakete geschossen. Staffelführer, weitere feindliche Einheiten nähern sich. Komm, die Abfangjäger. Kann ich denn die Ansicht wechseln? Mit Fallen nach. Ging es nach oben mit Taste, fällt das nach oben, glaube ich. Nee, fällt das unten so. Oh, ist das geil! Direkt im Cockpit. Hey. Ah, da ist es schwammig. Das ist extrem schwammig. Ah, wo ist denn der nächste da? Arm. Einer noch. Bams. Alle Gegner neutralisiert. Wir haben keine weiteren Ziele auf den Scannern. Gute Arbeit. Kommt jetzt zur Basis zurück. Das hört man gerne. Ist nicht so geil, ey. Oh, ist doch gut hier im Fliegen. Ja, wir sind viel zu gut dafür. Ah, okay, wir hätten keine Protonentorpedos verwenden dürfen. Ach so. Naja, ist jetzt verdammt. Ja, kann man auch ignorieren. So, nächste Mission mit dem AT-ST. Ah, es gibt auch noch Invasion, okay. Aber jetzt spielen wir mal einen AT-ST wieder. Ja. Achso, das ist da, wo wir den AT
AT begleiten müssen, ne? Ach so, ja. Begleiten müssen wir ihn, okay. Ja, dadurch, dass es nur Training sind, ist es ja auch nicht schwierig. Genau. Das war ja gar kein Controller. Oder? Ich versuche den mal mit Controller zu spielen, aber ich glaube, mein Maus ist besser. Ach, ich spiele sogar ein AT-ST. Ja, genau, ach so. Und bist du im AT-AT? Ne, ich bin hier, der andere. Ach so, wir müssen den AT-AT eskortieren mit dem AT-ST. Das ist ja komplett OP, ey. Ja, da kommen wir noch Flugzeuge, die abschießen müssen, also. Du kannst ja einfach überall drüber latschen. Die Rebellen werden uns vermutlich von der Kammhöhe angreifen. Feuern Sie mit Ihren primären Blasterkanonen auf die Rebellen. Gute Arbeit. Sie haben das Rebellenpack zurückgeschlagen. Das Pack. Diese sogenannten Rebellen sind nur ein unbedeutendes Ärgernis. Ich kann hier nicht runtergehen, verdammt. Ich freue mich auch schon auf den neuen Star Wars Film. Achso, wir sollen wieder weiter zum. Ja, kommt der bei dir wahrscheinlich auch ganz normal raus, wie in Deutschland auch, ne? Ja, ich hole mir auch gleich Premierenkarten. Achso, weil, ich habe schon länger welche. Ja, ich gehe in ein kleineres Kino, da ist es nicht so dramatisch. Im Cineplex oder so. A-Wings sind sowieso lächerliche Flugzeuge. Eh schon wieder keiner übrig. Ja, komm gleich davon wieder. In der Lava stehen bleiben hier. Das soll aber ganz schnell abhauen hier. Müssen hier abhauen, dann gibt es auch noch eine Errungenschaft, meine ich. Mit den Raketen. Schön. Nur noch mehr. Da ist noch einer. Na, ich habe meine Rakete ins Nichts geballert. Da. Die Rebellen attackieren uns an verschiedenen Fronten. Benutzen Sie den Granatwerfer, um größeren Schaden zu verursachen. Sie sind ein bemerkenswerter Schütze. Der Granatwerfer, den braucht man hier aber auch nicht. Ja, geht auch so, aber. Entfernung jetzt 317. Das Ende der Rebellion ist nicht mehr fern. Davon steht auch noch ein AT-ST. Der Schutz dieses AT-AT hat höchste Priorität. Kommen Sie auf der Stelle zurück. Rebellenfluchtschiff geortet. Sie scheinen evakuieren zu wollen. Dann verhindern wir das mal. Müssen wir die X-Wings abschließen. Wir greifen uns mit Torpedos an. Wo ist unsere Eskorte? Wir müssen ein Exempel an diesen Rebellen statuieren. Komm. Nein! Doch! Sind da irgendwo oben drin oder so? Ich sehe sie einfach gerade gar nicht. Ja, einfach da reinballern da oben. Thank you.
alles kaputt hier. Ach, da kommt sie. Jetzt haben wir sie. Lasst sie nicht entkommen. Wir werden Ordnung in diese Galaxis bringen. Oh. Kommen Sie sofort zurück an die Front. Sie reißen eine Lücke in unsere Verteidigung. Wo denn? Da drinnen sind sie. Hoppala, zurück in die Schlacht. Das haben wir aber gut was? Gemacht. Was? 54 Gegner? Ich habe 25, hast du gemacht? Ich weiß nicht, ich habe dann am Ende in den Bunker reingeschossen einfach. Mehr war das nicht. Okay, 8 A-Wings. Hätten wir ausschalten müssen. Naja. Kann man nichts machen. Ja. Dann machen wir in dem Part noch Hot. Hot, Hot. Ja. Hot, hot, hot. Hot was? Ich hoffe, das Spiel hat sich jetzt nicht aufgehangen bei mir. Was hast du denn da schon wieder? Ich soll ich wieder bei Facebook anrufen? Hey. Ja, es hat sich aufgehangen. Ich hoffe, ich kann den Part hier beenden. Dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal.